Sie sind hier 31. August 2018, 20.54 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern Rolando Mandragoras Sperre wegen Blasphemie bleibt bestehen. Urheberrecht Getty Images. Rolando Mandragora von Udinese Calcio aus der Serie A bleibt wegen Gotteslästerung gesperrt. Der Einspruch des Clubs wird abgelehnt. Der italienische Verband FIGC hat die Sperre gegen Rolando Mandragora wegen Gotteslästerung bestätigt. Die Serie A hatten den 21-Jährigen vom Erstligisten Udinese Calcio nach einem Videostudium wegen blasphemischer Bemerkungen für ein Spiel aus dem Verkehr gezogen. Mandragora hatte am vergangenen Wochenende während der Partie gegen Sampdoria Genua 1:0 geflucht. Udine hatte Einspruch gegen die Sperre eingelegt, dieser wurde jedoch vom FIGC zurückgewiesen. Beleidigung Maria und Gottes Porca Madonna, Waffenculo, Dio Kane, rief Mandragora eine Beleidigung der Jungfrau Maria und Gottes. Grund für den Ausbruch war eine Parade von Sampdoria-Keeper Emil Odero. Die Referees bekamen es nicht mit, beim Studium der TV-Bilder wurde von den Lippen abgelesen. Es habe bei der Untersuchung keine Zweifel gegeben, teilte die Serie A mit. Seit 2010 können in Italien solche Vergehen bestraft werden. Von Sportinformationsdienst.